Darf ich dich einen Moment... Ja, aber... In der Kapelle ist ein eigenartiges, kreuzähnliches Symbol. Weißt du zufällig etwas darüber? Oh, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es ist ein altes Symbol der adligen Familie dieses Guts. Merkwürdig. Es ist mir dort nie aufgefallen. Eleanor hat das einzig verbliebene Exemplar in ihrem Schmuckkasten. Das würde ich gerne sehen. Wo ist dieser Schmuckkasten genau? Sie hat ihn meistens in ihrer Nähe. Wahrscheinlich ist er irgendwo im Wohnsaal. Das Schloss wird schon für die Nacht abgeschlossen sein. Nimm meinen Schlüssel von dem Tisch da drüben. Danke. Dann überlasse ich dich. So. Dann gehen wir mal zu dem Schmuckkästchen. Das war das, das wir vorhin gefunden hatten. So, jetzt leise, ganz leise. Psst. Ich kann jetzt nicht nach oben gehen. Psst. Ich würde Eleanor wecken. Sie muss nicht erfahren, dass ich nachts leise durch das Schloss laufe. Das Feuer ist ausgegangen. Bitte nicht. Damit ich da ankomme, muss ich irgendwie auf das Feld kommen? Oder auf das Feld?
Jetzt haben wir's. Schön. Das Unterteil sieht genauso aus wie die Öffnung im Gitter des unterirdischen Grabes. Da gehen wir jetzt auch hin. Durch die Nacht. Zurück in das Grab. Dann tanzen wir in den Skelettentanz. So, gehen wir da runter. Gehen wir da runter. Ich schließe das Ding jetzt noch auf. Gut, dann speichere ich nochmal kurz zwischen, falls da noch irgendwie eine Stelle kommen sollte, die mir das Genick bricht. Das wäre jetzt echt blöd. Das muss Durkheims Grab sein. Oben ist eine Öffnung. Der Kluge möge den Kopf eines anderen benutzen. Was? Ich will versuchen, den Deckel... Hui! Hui! Jetzt weiß ich, warum ich gespeichert habe. Hui! Naja, immerhin können wir jetzt den Kopf da draufsetzen. Hui! Wo kriege ich denn den Kopf eines anderen her? Das muss Durkheim... Der Kluge. Oben ist ein... Durch die Nebelschwaden ist es unmöglich, die Entfernung, das Loch in dem eingestürzten Boden... Die Wurzeln sind hier hineingewachsen. Bald werden sie die... Alt, ich habe gerade eine Idee. Ich habe doch gerade eine Idee. Guck mal, da hängen doch überall Köpfe. Kriege ich die vielleicht irgendwie runter? Sie sind alle aus Steinen gemeißelt. Der hier ist gespalten und sieht etwas anders aus als die anderen. Ja, dann hau ihn runter. Können wir den da draufsetzen? Dann verlieren wir nicht wieder unseren Kopf. Oh,
Unglücklicher hätte er nicht fallen können. Wahrscheinlich hat mich gestern in der Mine das Glück verlassen. Dieser Schädel ist nicht aus Stein wie die anderen. Von wem könnte ein so großer Schädel stammen? Verflucht. Er ist zu weit weg. Ich komme nicht dran. Er ist zu weit weg. Ach, wäre ich nicht auf die Idee gekommen, dass er zu weit weg ist. Vielleicht so unten drunter mit dem Papier drunter oder so. Bis auf ihre Größe ist nichts. Warum gibt es... Sie sind alle aus Stein. Bis auf ihre Größe. Ei. Fällt mir gerade so ein. Der Schürhaken. Der war doch hier auch irgendwo. Vielleicht kriege ich das damit raus. Vielleicht. Probieren wir mal. Geh mal runter. Ab in die Finsternis. Muhaha, nein, schon. Ja, so komme ich ran. Na, geht doch. Dieses Geräusch, was war das? Ich habe trotzdem Angst. Gold. Der sieht auch gesund aus. Ich hatte keinen Grund, noch länger in Wales zu verweilen. Am nächsten Morgen verabschiedete ich mich von Eleanor und kehrte nach Black Mirror zurück. Oh, wir haben das Kapitel geschafft. Jetzt schon? Hat gar nicht so lange gedauert. Gerade mal eine Stunde. Kapitel... 4. Vergessene Schuld. Samuel, du bist früher zurückgekehrt, als ich erwartet habe. Wie ist das Leben in Wales? Geht es Eleanor gut? Ja, ihr geht's ganz gut. Ich habe ihr deinen Brief gegeben. Danke, Samuel.
Ich spüre Unsicherheit in deiner Stimme. Stimmt etwas nicht? Ich fürchte ja, mein Lieber. Bates, sagen Sie es, Samuel. Ich möchte nicht selbst darüber sprechen. Was? Ja, Madam. Zuerst wegen Sir Robert. Er ging in derselben Nacht fort, in der Sie nach Wales aufgebrochen sind, Sir. Kurz vor seiner Abreise sagte er mir, er müsse wegen einer dringenden Angelegenheit nach Ashbury. Ich weiß, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Ist etwas im Sanatorium passiert? Sir, ich weiß es leider nicht. Sir Robert ist an dem Abend nicht wieder heimgekehrt. Und wir haben seitdem nichts mehr von ihm gehört. Vielleicht musste er dort bleiben. Mir hat er gesagt, er hätte viel zu erledigen. Das dachten wir uns auch, aber der Oberschwester nach hat er Ashbury kurz vor Mitternacht wieder verlassen. Das ist tatsächlich seltsam. Er hat oft mehrere Tage im Sanatorium übernachtet, aber er sagte immer vorher Bescheid. Wir wissen nicht, ob ihm etwas zugestoßen ist. Bates, sagen Sie so etwas nicht. Entschuldigung, Madam, so habe ich es nicht gemeint. Wir warten ab bis heute Abend. Dann rufen wir das Sanatorium an. Vielleicht ist Robert bis dahin zurückgekehrt. Bates, Sie sagten, zuerst wegen Sir Robert. Sollte ich noch irgendetwas wissen? Ja, Sir. Ich weiß nur nicht, ob ich vor Madam darüber sprechen sollte. Oh, machen Sie schon, Bates. Der Gedanke ist sowieso unvermeidlich. Also gut. Heute Morgen ist Inspektor Collier aufgetaucht. Ich dachte, er sei wegen Henrys Ertrinken gekommen. Aber ich habe mich geirrt. Jemand aus dem Dorf hat die Leiche eines Jungen im Wald gefunden. Collier kam nur, um uns darüber in Kenntnis zu setzen. Diesmal verschonte er uns mit seinen Fragen. Die Leiche eines Jungen? Was ist ihm zugestoßen? Inspektor Collier war der Meinung, der Junge sei von Wölfen getötet worden. Hat er gesagt, wo es passiert ist? Nein. Und ich wollte ihm keine Fragen dazu stellen. Oh, ich verstehe. Das ist dann wohl... In den letzten zwei Tagen haben wir schon Unglück genug gesehen. Ich weiß nicht, was hier vor sich geht, Samuel. Entschuldige mich jetzt bitte. Ich möchte nicht länger darüber sprechen. Das war dann wohl das, was wir im Trailer vorher gesehen haben. Ich gehe vielleicht auf mein Zimmer. Ins Kapitel 3. Ich habe schon heute Morgen den Kamin angezündet, Sir. Es ist sehr kalt heute. Bevor er ging, sprach Robert von einem flüchtigen Patienten. Robert. Und dieser Junge... In letzter Zeit geschehen hier in der Tat einige sehr seltsame Dinge. Ja, sehr merkwürdige Dinge. Robert ist noch nicht, niemand weiß, wo... Gekühltes Blut.